Hallo Yoga-Freund, heute mache ich mit euch so ein kurzes Mitmach-Video am Boden. Wir gehen ein bisschen durch manch unangenehme Sachen, die aber sehr hilfreich sind für die Muskulatur zu öffnen, die Hüften zu öffnen, die Knie, die Fußgelenke. Und ich hoffe, ihr habt viel Erfolg damit. Okay. Wir beginnen einfach sofort. Du sitzt auf den Fersen. Wenn das nicht geht, musst du dir ein Kissen oder irgendwas drunter legen. Und stützt dich auf und versuch mal, deine Knie zu heben. Wir fangen mit den Fußgelenken an. Die Knie heben. Die Fußgelenke, das kann auch mehr werden mit der Zeit. Das kann, ne, so dass du merkst, dein Spann wird gestreckt und du atmest in einer Haltung, die, ne, wie auch immer aussieht. Okay, dann das nächste ist das gleiche mit den Handgelenken. Du bringst die Finger auseinander, drückst den Handrücken auf den Boden und drehst, bewegst den Arm. Versuch den Arm so über innen nach vorne, den Innenarm. Und dann gehst du zurück auf eine Faust und belastest die Faust und dann ist die Dehnung, der Schmerz von der Dehnung direkt weg und du machst das auf der anderen Seite. Bewegen, strecken, in den Boden sanft drücken, Faust, das gleiche nochmal, aber diesmal mit einer Faust und die Faust nach außen drehen und die Ellenbeuge über innen nach vorne, das wird nicht gehen, und atmen. Du stehst eigentlich auf der, in dem Fall rechten Faust und versuchst in den linken Arm aber zu strecken und ein bisschen tiefer zu atmen. Tief ein, tief aus. Und zurück und das gleiche auf der anderen Seite. Tief atmen, versuchen eine Faust zu machen und zurück. Die Zehen aufsetzen und du gehst so weit nach hinten, wie es für dich möglich ist. Und gehst so ein bisschen weiter auseinander mit den Füßen und drehst ein Knie auf und zurück. Das andere Knie auf. Wir gehen ein paar Mal hin und her. Den Abstand wählst du so, wie du es halt bewegt bekommst. Und dann lass uns kurz darin verweilen. Das wird am rechten Fuß wahrscheinlich an den Zehen der ein oder andere spüren. Und ein bisschen tiefer atmen. Zurück. Geh zum Wechseln dreimal hin und her. Zwei, drei und atmen. Zurück, wieder auf in den Vierfüßler. Diesmal die Handflächen auf den Boden. Die meisten von euch werden das mit
zwei Händen können. Ihr könnt aber auch mal mit einem. Und die Idee ist, dass du das so aufsetzt, wie das gerade geht. Das kann auch sein, dass es so ist. Und du bewegst den Ellenbogen zu dir hin und streckst dann das Handgelenk zum Boden. Bewegst den Ellenbogen zu dir hin, streckst das Handgelenk. Ellenbogen, Handgelenk, Ellenbogen, Handgelenk, zurück, Faust, andere Seite. Ellenbogen, Handgelenk, Ellenbogen zu dir hin, das Handgelenk Richtung Boden. Das muss nicht auf den Boden gehen, so wie das für dich funktioniert. Ellenbogen einknicken, Handgelenk Richtung Boden. Ellenbogen, Handgelenk. Wenn du es eine Zeit lang machst, wirst du feststellen, dass auch mehr und mehr Schmerzen aus dem Nacken herausgehen. Du gibst dem dieser Spannung im Trapezius, in den Schultern, halt eine Richtung, wo sie hinfließen kann. Jetzt machen wir das Gleiche, entweder nochmal einzeln oder mit beiden. Ellenbogen, Handgelenk, Ellenbogen, Handgelenk, Ellenbogen, Handgelenk, Ellenbogen, Handgelenk. Und dann wechselst du und bewegst oder du bleibst mal da drin und drück in die Länge und gleichzeitig versuch das, den Ellenbogen einzuknicken und atmen. Und zurück auf die Fäuste. Vierfüßler, Becken. Geh vom Becken aus ins Hohlkreuz, heb den Nacken, knick den Kopf. Vom Becken aus in den Rundrücken, schieb den Hals nach unten und schau Richtung Bauch. Becken, Nacken, Kopf. Becken, Bauch, Brustkorb, Hals, Kopf, Becken, Nacken, Kopf, Becken, Hals, Kopf. In die Gerade, die rechte Hand in den Boden, die Faust. Es kann aber auch die Hand sein. Ich mache jetzt einfach mal auf der Faust und das linke Knie in den Boden drücken, sodass die andere Seite frei wird und die mal strecken. Und die linke Hand und das rechte Knie in den Boden, sodass die rechte Hand frei wird und das Bein und den Arm strecken und zurück. Rechts mit linken Bein und jetzt versuch mal, währenddessen du links mit rechtem Bein wirklich die Aufmerksamkeit auf die Stabilität zu legen in den Boden. Du drückst hier diese Verbindung zu spüren und nicht so sehr dich auf die Bewegung zu konzentrieren, sondern mehr auf die Stabilität. Dein Körper wird sich viel besser verwurzeln können und es wird freier werden. Linke, okay. So, jetzt lass uns die Hand nehmen. Drück mit der rechten Hand und dem linken Knie und streck die andere Seite. Und dann gehst du nach außen und das Knie mit dem Ellenbogen nach vorne. Nach außen, Knie, Ellenbogen. Und währenddessen du diese Bewegung versuchst zu machen, versuch mal, dich auf die Stabilität zu konzentrieren. Das heißt, auf deine rechte Hand und dein linkes Bein. Und schön strecken, zur Seite gehen und nach innen drehen. Okay. Linke Hand, rechtes Knie, mal den Boden berühren. Sich in die Mitte, beide Hände, beide Beine. Die linke Hand mit dem rechten Knie und die andere Seite strecken.
nach außen. Gleiche Bewegung. Und wieder die Stabilität. Stabilität. Immer wieder mit dem Aufmerksamkeit auf die Stabilität gehen. Gar nicht auf das sich Bewegte, sondern auf das Stabile. Okay. Berühren in den Boden. Beide Hände, beide Beine. Wieder rechte Hand, linkes Bein. Und wir gehen jetzt andersrum. Du gehst nach außen, den Arm nach vorne, das Bein nach hinten und ranziehen. Nach außen, vorne, hinten, ran. Währenddessen du das jetzt wieder machst, wieder die Stabilität beachtend. Okay, berühr, du stehst auf beiden Händen, auf beiden Beinen, du stehst auf der linken Hand und dem rechten Knie und die andere wird frei nach außen, hinten vorne, ran, außen und bewegen, wieder die Stabilität. Immer wieder den Fokus auf das Stabile legen. Okay. Beide Hände, beide Beine. Die Fußgelenke übereinander. Die Fußgelenke übereinander. Und nach hinten gehen. Und du versuchst quasi die Ferse an den Damm zu bringen. Du sitzt mit der Ferse am Damm, vielleicht, du wirst es wahrscheinlich in den Fußgelenken merken, und du bewegst dein Becken, du kippst dein Becken. Versuch die Füße ein wenig gegen den Boden zu drücken, in die Spannung zu gehen. Okay, lass uns die Füße wechseln, den anderen Fuß oben. Und das Becken. Okay. Zum Knien. Linkes Bein nach außen. Den linken Arm auf diesen Übergang. Becken, Oberschenkel. Und du versuchst, dein Becken zu bewegen. Das kann auch so leicht geknickt sein, aber versuch mal so, ne, dein Becken zu bewegen. So, dass deine Beckenbewegung seitwärts kippend sein kann. Okay. Zurück. Die andere Seite. Die Hand auf diesen Übergang. Und das Becken. Zurück, nochmal die erste Seite und diesmal ne, die Hand da drauf, den rechten Arm, linkes Bein, rechten Arm und versuchen mit möglichst geradem Rücken, wirklich, dass das gerade bleibt, in diese Seitbeuge zu gehen. Atmen. Achte darauf, dass dein Becken immer noch ein wenig beweglich ist. Sonst gehst du einfach raus, sodass du das Becken noch ein wenig hin und her bewegen kannst. Das Becken, die Beweglichkeit im Becken zeugt davon, dass du nicht in so eine Starre verfällst und nicht deine Rückseite vom Bein völlig überforderst oder im Rücken hängst.
zurück. Die andere Seite, Hand, Becken, Arm, strecken und das Becken bewegen. Das Becken bewegen, das Becken bewegen. Ne? Egal wie weit du gehst, dein Becken bleibt beweglich. Ja, und das Wichtige dabei ist, dass du wirklich im Becken beweglich bleibst, nicht wie weit du kommst. Der eine oder andere kommt ein bisschen weiter, aber es geht darum, ne, du arbeitest ja mit deinem Körper, nicht in dem Fall mit meinem. Und zurück. Ja, das Zurück machen wir nochmal. Du gehst da hinein und der Arm zieht, der zieht und das macht das Bein frei, zieht dich zurück. Das Ganze auf der anderen Seite. Das nach unten und der Arm zieht dich zurück. Nimm dir Zeit, auch das Raus, das aus einer Haltung herauskommen, nicht nur das Hinein, nicht nur die Haltung zu beachten, sondern auch das Raus und Rein von Haltungen, von Asanas, das ist eine ganz wichtige Komponente, diese Vinyasa, weil es ist, ne, du, das ist wie im normalen Leben, wenn du was fürs normale Leben lernen willst, diesen Weg dorthin und den Weg wieder raus zu praktizieren, ist eine wichtige Komponente. Okay, so, in den Vierfüßler, dein ein Bein hinter das andere, die Füße so nah wie möglich aneinander, nicht zwischen die Füße und du gehst so weit nach hinten, wie es dir möglich ist. Die Füße bleiben so nah wie möglich. Bei mir ist jetzt das linke Bein unten, deswegen geht der linke Arm nach oben. So, übereinander. Du kannst am Anfang versuchen, dich zu umarmen. Wenn das gut geht, versuchst du, den linken Arm nach oben, die Handfläche und die Arme zu bewegen. So, dass sich das kreuzt. Ne? Den einen Arm über den anderen und den Ellenbogen hoch und runter. Dann mal ranziehen und atmen. Nach unten ziehen und atmen. Lösen. So, du kannst jetzt versuchen, irgendwie raus. Es geht aber, wie gesagt, ne, ich versuche mich zu heben und die Seite nachher frei zu bewegen. Versuch, ne, jetzt erstmal einen Seitenwechsel zu machen. Die Umarmung, die Arme, die Handflächen und die Ellenbogen. Was deine Schultern, was deinen Nacken hergibt. Ja, wie gesagt, versuchen, den Nacken, die Schultern, die Hüften, die Knie, die Fußgelenke zu trainieren, damit zu praktizieren, das was geht. Okay, lösen und zurück. Ich gehe jetzt ein wenig nach vorne, weil ich brauche ein bisschen Platz. Die Knie gehen zusammen. Ich greife in meine Waden und ich versuche nach hinten zu gehen. Das ist das Erste, was du versuchst zu trainieren, nämlich dieses nach unten gehen. Zieh die Waden nach außen und versuch langsam tief zu kommen. So, wenn du deine Endstellung erreicht hast, stütz dich hinten auf. Und jetzt gehen wir wieder ans Becken. Du kippst das Becken vor und zurück. Versuch das Becken beweglich zu halten. Es kann sein, dass du es auch in den Knien merkst. Es hilft für den einen oder anderen, sich einen Stuhl, ein Kissen, was auch immer, die Couch hinter sich stehen zu haben, wo ich mich aufstütze,
und das Becken beweglich mache. Die wichtigste Bewegung bei dieser ganzen Geschichte ist die Beckenbewegung. Das mit dem Becken, das wirkt wie eine Pumpe, nämlich, dass ich diese Spannung aus den Oberschenkeln und aus den Knien, aus den Unterschenkeln, aus den Fußgelenken, dass ich dem eine Richtung gebe, der Muskelspannung eine Richtung geben, wo sie hinfließen soll. Ich pumpe quasi mit meinem Becken diese Energie sowohl nach unten wie auch nach oben vorne in den Oberkörper. So, du kannst weitermachen, du kannst auch da drin weiter atmen, du kannst aber auch weiter nach hinten gehen. Und für die, die jetzt weiter sind, die offener in den Beinen sind, die gehen weiter nach hinten. Es geht aber nicht darum, den Kopf auf den Boden zu bringen, sondern es geht darum, den unteren Rücken auf den Boden zu bringen. Das Becken zu bewegen. Und ich will jetzt meine Lendenwirbelsäule quasi auf den Boden bringen, nicht den Kopf. Also ich sehe das, dass viele dann so daran hängen. Das liegt aber daran, weil die Beine zu kurz sind. Aber wenn der Kopf auf dem Boden ist, passiert quasi meistens nichts mehr. Versuch die Lendenwirbelsäule Richtung Boden zu bringen und dein Becken zu bewegen. Wieder diese Beckenbewegung, das Kippen des Beckens. Schön kippen. Und dann kann der Hinterkopf auf dem Boden. Du kannst die Arme nach hinten machen, zur Seite, was auch immer. So. Du hebst den Kopf, nimmst die Rippen rein und nimm die Arme mit, drück die Ellenbogen, die Hände und drück dich gerade hoch. Versuch nicht rechts, links irgendwie zurückzukommen. Dieser Weg ist nicht so toll, wenn du so hin und her. Du hast einen schlechten Tag, deine Muskulatur ist gerade ein bisschen in Unordnung. Klack, macht es fest, hast du Rückenschmerzen. Also nicht so toll, ist auch nicht zu trainieren, weil was wir machen ist, wir versuchen ja eine Praxis zu finden, die uns für unser normales Dasein quasi hilft. Beweg die Arme, dreh die Daumen nach hinten oben, dreh die kleinen Finger nach vorne oben. Die Schultern. So, es kann sein, dass du so nicht mehr sitzen kannst. Setz dich um, versuch deinen Sitz zu finden, dass du da drin praktizieren kannst noch. Okay, jetzt gehen wir nach hinten und du ziehst die Schultern nach hinten unten, streckst die Arme, die kleinen Finger nach oben, lässt die Schultern so und drehst die Hände, nur die Hände, bis die Daumen nach unten gehen und die Daumen ziehen jetzt die Schultern nach vorne runter. Jetzt gehen die Schultern nach hinten und nehmen die Arme mit. Die Arme drehen, die Hände, die kleinen Finger. Die Hände ziehen die Schultern. Schultern, Hände. Hände, Schultern. Also, der Weg nach hinten, initiieren die Schultern diese Bewegung, die anderen Muskeln folgen. Der Weg nach vorne, initiieren die Hände und die Schultern folgen. Und zurück. Okay. Zehen aufgestellt. In dem Fall mein linker Fuß. Du drückst den vorderen Fuß auf den Boden und ziehst ihn ran, sodass du merkst, dass deine Rückseite vom Bein benutzt wird. Du schiebst dein Knie nach vorne und deine Ferse ziehst du ran. Ranziehen und locker lassen. Ranziehen, Becken und locker. Ran, locker, ran. Locker,
Becken, die Ferse ranziehen und locker. Den Fuß nach hinten, den anderen Fuß nach vorne. Ferse ran, Becken, Knie nach vorne. Am besten alles gleichzeitig und zieh dein Schambein hoch. Schön in Spannung gehen, ruhig mal die Hand auf die Rückseite des Beines legen, den Beinbizeps spüren, wie der anspringt. Wenn du die Ferse ranziehst, ganz wichtige Komponente, auch für den unteren Rücken. Wenn der Oberschenkel, die Oberschenkelrückseite trainiert ist, wenn dein Becken trainiert ist, fließen, ist der Unterkörper mit dem Oberkörper integriert und der Muskelfluss kann harmonisch sein. Nochmal die linke. Okay, jetzt schiebe ich in meine rechte Ferse und komme von dem Fuß nach vorne. Ich gehe mit dem Fuß nach hinten, gehe mit dem Knie an den Boden und den linken Fuß nach hinten. Geh nach hinten, so weit wie du kannst. Rechts in die linke Ferse, vor. Ich stehe immer noch auf meinem rechten Fuß, nach hinten, links und zurück und nach hinten, links. Ferse, Fuß, Fuß, Knie, andere, hinten, rechts, Ferse, Fuß, Fuß, Knie, nach hinten, links, Ferse, Fuß, Knie, nach hinten, rechts, Ferse, Fuß, nach hinten, Knie und nach hinten. Tief ein, tief aus. Okay. Nächste. Okay. Ich gehe in die Planke. Ich bringe die Ellenbogen in Schulterbreite, tendenziell ein bisschen enger, also nicht so, sondern ich versuche die Ellenbogen nach außen, die Handflächen zu mir hin zeigend. Dann mache ich die Unterarme auseinander, so als wenn ich ein V machen wollte. Vielleicht wirst du das in den Schultern merken, in den Schulterblättern. Du gehst nach außen und die kleinen Finger auf den Boden. Dann die Handflächen auf den Boden und jetzt dürfte es von der Haut nur noch nach innen gehen, aber nicht nach außen. Wenn du die Ellenbogen belastest, gehen die Ellenbogen nach innen, aber nicht nach außen. Ellenbogen, Unterarme, kleinen Finger nach innen, die Ellenbogen nach innen drücken, locker lassen. Ellenbogen, Arme. Handflächen, Ellenbogen nach innen. Locker lassen. Ellenbogen. Locker. Ellenbogen. Locker. Versuch die Ellenbogen quasi zusammenzudrücken. Die Haut klebt, aber der Knochen geht nach innen. Der Ellenbogen, der Knochen geht nach innen, aber die Haut klebt. So. Die Hände ein bisschen weiter nach außen. Die Ellenbogen kleben, erst den einen, dann den anderen Fuß nach hinten und mal kurz in der Planke. So, jetzt kipp dein Becken. Schambein ranziehen, locker lassen. Ran, locker, ran, locker, ran, locker.
ran. Drück die Ellenbogen in den Boden, schieb die Fersen nach hinten, kipp das Becken, atmen. Ellenbogen, Fersen, Becken, Ellenbogen, Fersen, Becken. Ellenbogen, Fersen, nach hinten, Becken, nochmal die Ellenbogen, Fersen, Becken. Du hältst die Länge in die Fersen und legst dein Becken nach unten. Streckst in die Füße, schieb dein Brustbein nach vorne und die Hände weit und versuch mal die Arme zu strecken. Brustbein, schön Länge machen, versuch mal die Füße zu strecken, die Finger zu strecken, das Brustbein, sodass du Spannung in den Bauch bekommst. Ja, die Länge in dem Bauch, nicht die Komprimiertheit im Rücken. Und Spannung, Spannung, Spannung. Und die Ellenbogen gehen zur Seite. Und du legst den Kopf der Oberarm, die Ellenbogen, die Unterarme sind in einer geraden Linie. Die Ellenbogen haben dadurch einen 45-Grad-Winkel. Du streckst einen Arm, in meinem Fall ist es der linke. Du streckst den Arm, sodass er in einem 45-Grad-Winkel, die andere Hand auf den Boden und du wanderst so ein bisschen aus der Schulter heraus und bringst das linke Bein in dem Fall, 90-Grad-Winkel, und das rechte Bein heben. So, mit der rechten Hand bleibe ich auf dem Boden, um das zu stabilisieren. Und jetzt drückst du gegen den Boden nach unten. In den Boden drücken, nach unten und atmen. Schön in den Boden drücken, nach unten und atmen. Und dann schieb die Hand mal in diese Richtung nach vorne, für dich vorne. Ohne dass sie sich bewegt, du schiebst nur. Streck dein rechtes Bein, heb das Bein, sodass es stabilisiert in der Mitte. Und schön drücken. Tief ein, tief aus. Drücken. Atmen. Locker lassen, nach hinten. Schieb die Hand nach hinten, am Boden nach hinten. Atmen. Locker ranziehen. Halt dich fest, kleb am Boden und zieh die Hand gleichzeitig ran. Rechtes Bein ist leicht gehoben und gestreckt. Der Bauch ein bisschen stabilisiert und die Hand zieht sich ran und du atmest. Locker und in die Länge. Versuch dich zu verlängern, den Arm auszustrecken, das Bein auszustrecken, den Kopf auszustrecken. Schön in die Länge gehen. Länge, Länge, Länge machen. Atmen. Es kann sein, dass es jetzt schon in der Schulter ein wenig schmerzt. Locker lassen und du versuchst den Arm zu heben. Wenn du das schaffst, machst du was falsch. Aber versuch, dass die Hand leicht wird. Versuch, den Arm zu heben. Du merkst es auch in deiner Mitte. Atmen. Schön heben. Und locker lassen.
auf den Bauch und zurückdrehen. Am Anfang ist es schon ein bisschen schmerzhaft. Es ist durchaus anstrengend. Wir nehmen die rechte Hand. Aber du wirst es merken, im Nachhinein wird sich der Nacken, die Schulter sehr bedanken dafür. Im Moment dann nicht. Okay, du liegst auf deiner rechten Seite, deine rechte Hand. Du drückst die Hand in den Boden, nach unten, auf den Boden. Du atmest, dein rechtes Bein, dein rechtes Knie stabilisiert dich, dein linkes Bein ist gehoben. Du streckst in das linke Bein und du drückst die Hand in den Boden. Atmen. Drücken, drücken, atmen. Locker lassen, nach vorne schieben. In diese Richtung und atmen. Schön den Druck in den Boden und nach vorne schieben. An das linke Bein denken, das ist gestreckt, gehoben. Locker nach hinten. Schön nach hinten schieben, atmen. Locker ranziehen. Es kann sein, dass du es auch in der Achsel spürst, besonders wenn du umso mehr, also umso trainierter du bist, umso effektiver wird der ganze Spaß. Ranziehen, atmen. Und locker lassen in die Länge. Schön lang. Auch das Bein in die Länge, auch den Kopf in die Länge nehmen. Alles verlängern. Und locker lassen und versuchen zu heben. Heben, heben, heben. Das Bein heben, den Kopf sanft heben, die Schulter heben, den Arm heben. Atmen. Und locker lassen auf den Bauch. Die Hände unter die Schultern, die Beine strecken, die Beine heben und mit den Händen gegen den Boden drücken, sich vorne heben. Das Becken bleibt auf dem Boden, die Kobra, die Schultern nach hinten unten, nehmen das Brustbein nach vorne, die Knie auf den Boden. Die Hände in Schulterbreite, den Kopf mal gegen den Boden drücken, feste auf den Boden die Stirn und versuchen die Hände zu heben. Locker lassen, die Hände drücken in den Boden, du hebst den Nacken, den Kopf und atmest aus und versuchst im Brustkorb dich niedersinken zu lassen. Den Kopf wieder auf den Boden und mit dem Kopf in den Boden drücken und die Arme versuchen zu heben. Atmen. Ruhig auch so ein bisschen verbessern von dem, oder verändern, indem du mit den Händen so ein bisschen nach vorne wanderst. Die Hände drücken, der Nacken hebt, atmen tief ein, tief aus, den Brustkorb wieder absinken lassen. Den Kopf wieder auf den Boden, ein drittes Mal, tief atmen, der Kopf drückt in den Boden, die Arme heben, die Arme drücken in den Boden, den Nacken heben, den Kopf kippen und das Brustbein Richtung Boden, tief einatmen, tief aus, sich ranziehen,
ranziehen, ranziehen, ranziehen, zum Knien kommen. Und du kippst dein Becken, ziehst das nach oben und gehst mit den Händen Richtung Boden. Versuch die Schultern, die Arme zu strecken, das Becken, den Bauch, die Hände. So, wir bleiben so und du gehst mit den Fingerspitzen mal unter die Rippen, zieh den Bauch ein und versuch mal den Bauch unter die Rippen zu bringen. Hilf dir ruhig. Ja, du schiebst die sanft unter die Rippen, du bringst das Becken nach vorne, den Bauch nach innen, den Kopf, die Schultern und die Arme. Nochmal Becken, Bauch, Arme und hoch. Geh nach hinten, tief ein, tief ausatmen und dann machen wir nur noch die Stellung des Kindes. Die Hände mal in Kontakt auf den Boden und dann leg dein Gewicht mal auf die Hände und die Arme knicken sich ein und du legst dich quasi nach unten und deine Arme legen dich auf die Beine. Und vielleicht deinen Kopf auf den Boden. Und dann musst du ausprobieren, ob du die Hände so oder als Fäuste, also mit gestreckten Fingern, als Fäuste oder die Arme nach hinten bringen möchtest. Ich mache das am liebsten mit sanften Fäusten, die Arme neben mir. Mach die Bewegung, die du brauchst. Es hilft übrigens für den einen oder anderen, sich ein Kissen unter den Kopf zu legen, damit die Stirn gar nicht erst anfängt zu meckern, das Gesicht. Und dann diesen Kontakt zu dem Boden und den Kontakt zu dir erstmal wahrnehmen. Ja, wir machen einen Scan. Wir scannen den Körper von außen, von innen und Atem. Und dann geh mit dem Bewusstsein, schließ mal die Augen und geh mit dem Bewusstsein in den Kontakt zum Boden, dorthin, wo du den Boden berührst. Diese Kontaktflächen zwischen Körper und Boden, die Füße, die Beine, die Knie. Die Arme, dort wo die Arme den Boden berühren, die Hände, der Kopf. Und dann mal deine Lippen, die Ober- und die Unterlippe, die sich berühren. Ganz sanft die Berührung der beiden Lippen. Bewusstsein für diese Berührung der beiden Lippen. Und nochmal den Kontakt zwischen Körper und Boden. Wander vom Kopf nach unten oder von den Füßen über die Berührungsebene nach oben Richtung Kopf. Diese ganze Fläche auf einmal. Die Berührung zwischen Körper und Boden. Die ganze Berührungsebene auf einmal. Die beiden Lippen. Die Lippen, die sich berühren. Die Ober- und die Unterlippe. Die Berührung der beiden Lippen. Und die Zunge im Mundraum. Das Bewusstsein für die Zunge. Mundraum. Und dann die Berührung zwischen Beinen und Oberkörper. Und die Berührung zwischen Unterschenkel und Oberschenkel.
und die Augenlider. Das Ober- und das Unterlid berühren sich vor den Augen. Du machst dir das bewusst. Unterschenkel und Oberschenkel, die Berührung, vielleicht die Fersen am Gesäß. Oberkörper und Oberschenkel. Augenlider. Lippen. Körper und Boden. Augenlider. Unterschenkel und Oberschenkel. Oberkörper und Oberschenkel. Lippen. Augenlider. Arme und Boden. Kopf und Boden. Augenlider. Lippen. Die Zunge am Gaumen, Augenlider. Und jetzt das Bewusstsein mal vom Körper als Ganzes. Den ganzen Körper auf einmal. Das Bewusstsein vom Körper als Ganzes. Den ganzen Körper. Den ganzen Körper. Den Körper als Ganzes. Das Bewusstsein vom Körper als Ganzes. Und dann den Atem. Der Atem, der ist. Dieses Kommen und Gehen des Atems bewusst werden. Der Körper atmet und du machst dir das bewusst. Der Atem kommt und geht. Kommt und geht. Das Kommen und Gehen des Atems. Und dann wird dir diese Atembewegung mal nur in der Nase bewusst. Geh mit dem Bewusstsein in die Nase und nimm den Atem dort wahr. Nur in diesem kleinen Raum innerhalb der Nase. Das Kommen und Gehen des Atems, aber nur in diesem kleinen Raum innerhalb der Nase. Und dann geh mit dem Bewusstsein mal hinter die Stirn. Das Bewusstsein hinter der Stirn. Vielleicht Dunkelheit. Samt eine Schwärze. Aber vielleicht auch Lichter. Farben. Formen. Mit dem Bewusstsein hinter der Stirn. Und jetzt nimm dich mal als Ganzes wahr. Das Bewusstsein von dir als Ganzes. Dich als Ganzes. Und mit dem Bewusstsein heb dich von der Wirbelsäule mal hoch zum Sitzen. Und bring die Handflächen vor der Brust gegeneinander. Spür mal die Berührung der beiden Hände. Vielleicht die Temperatur. Und dann leg die Hände übereinander mal auf die Herzgegend.
und spür vom Körper, dass da Hände aufliegen. Nimm mal wahr, dass da Hände auf deinem Herzen liegen. Die Berührung zwischen Händen und Körper. Und das Ganze vom Körper aus. Öffne die Augen und lass die Handflächen mal nach unten gehen und nach vorne zeigen. Spür die Hände, Teller. Und leg die Hände dann auf die Oberschenkel.